Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Braveland Wizard. Ich habe hier die Arena zu Ende gemacht und ihr seht, kein Bubble mehr, kein Gegner mehr da. Hat uns ein bisschen Gold Erfahrung gebracht. Und wir haben derzeit den Gürtel des Drachen ausgerüstet, natürlich die Himmelskugel bleibt. Das Kopftuch des Wahrsagers und die Mithril-Tunika. Und hier ist vielleicht ein neuer Laden, deswegen... Oh, er ist rot. Das ist ein Bossgegner, echt, ja. Dann lass uns für diesen Bossgegner den Segen holen. Für 400 Gold. So. Glück in der Schlacht erhalten. Plus 25% Schaden in der nächsten Schlacht. Let's go. Gehen wir hier hin. Wenige haben es geschafft, die Dünen der Ewigkeit zu meiner dritten Prüfung zu durchwandern. Wir, die Flaschengeister, leben in einer Parallelwelt voller Illusionen. Nun müsst ihr die letzte Prüfung bestehen. Meister Kommunikation mit geisterhaften Kräften, magischer Schuss und herbeirufen. Das ist ja doof. Ich dachte nur, ich habe die Fähigkeit. Schwierig. Wir werden zuerst die Armus-Schützen fokussen. Der ist natürlich auch bescheuert. Die sind auch bescheuert. Oh, das ist ein heftiger Kampf. Holy shit, Alter. Echt, den soll man gewinnen? Die Frage ist jetzt, ob ich den Treant hätte mitnehmen sollen. Okay, wir probieren es. Wir haben zwei Tries, also zwei Möglichkeiten. So, wir haben natürlich einmal den Höllengast, den wir auch nutzen können. Dann lass uns erst einmal hier hinlaufen und abwarten. Gucken, was passiert. Bitte nicht zu weit auseinanderlaufen, weil ich euch gerne angreifen möchte mit dem Zauber. Okay, schade. Dann kann man wenigstens den Wolf angreifen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das hat gesagt, wir fokussen wir zuerst die Armbrustschützen. Da der Wolf höchstwahrscheinlich auf meinen Bogen schützen. Ah, Illusionen. Illusionen bedeutet, es sind gar keine echten Gegner. Okay. Okay, okay. Dann lass uns den hier auch mal. Das ist auch nicht echt. Es ist ein Flaschengeist. Nur Gäste aus der Geisterwelt, verursacht Schaden und verringert die Verteilung des Ziels. Ah ja. Dann lass gerne hier einen Angriff machen. Okay, das sind also andere Gegner. Ey, du hast mir den Weg zu meinem Dings versperrt. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Dann lass uns gerne noch einen Geist beschwören. Und zwar hier vorne, dass du meinen Bogenschützen nicht angreifen kannst. Der hatte ziemlich... Oh, das hat fünf Einheiten. Das ist aber viel. Verbessert dämonische Stärke aus der Unterwelt. So, und du greifst mal bitte noch den da an. 140 Leben pro Geist. Puh. Okay, da sie viel Schaden machen, werden wir auf Defense gehen. Oh, die haben eine hohe Reichweite dafür. Also über das ganze, über die gesamte Map. Ah, die machen tatsächlich Schaden, ja. Ich hab's richtig gesehen. Bis wir sie einmal angreifen, machen sie tatsächlich Schaden. Okay. Also haben sie uns versucht, oder? Die haben uns verwirrt. So, der hat da oben noch ein bisschen zu kämpfen. Wir wollen uns ein bisschen unterstützen. Zwei Mana brauchen wir noch. Da haben wir eine Flasche. Kann ich die mitnehmen? Ja, kann ich tatsächlich. Mehr Schaden. Kleiner Buff. Auf jeden Fall mit seinem AOE-Zauber konnte man gut die Gegner auflesen. Ich habe noch drei Mönche, die machen Ultra Damage, ne? Die Viecher. Alter, die machen, jeder macht 19 bis. Echt so wenig nur? Okay, also vielleicht verlieren wir halt immer noch, ne? Also das heißt nicht, dass wir gewonnen haben. Das sind einfach noch ultra viele vom Gegner. Ultra viele Gegner einfach noch. Das heißt tatsächlich noch gar nichts. Und sobald wir einen Down haben, haben wir auf jeden Fall schon mal drei Ranger.
Naja, kümmert sich um meinen Geist, das ist super. Kannst bei mir nochmal haben. So. Ich hätte ihn dingensen sollen. Routen sollen. Natürlich, was sonst? Kommst du mir jetzt nicht näher? Ja, ist nochmal das da. Genau, er kann jetzt aktuell nichts machen. Hätte ein Eis verschießen können. Und muss darauf warten, dass ich ihn umniete. Okay, das waren wirklich starke Gegner. 1034 Gold. Bezahle aber durch die Mönche 434 Gold. Habe aber 6000 Erfahrung bekommen. Ist gut. Gutes Stück näher zu Level 10. Hier haben wir jetzt Zauberschrift und unten haben wir wieder ein Ding. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich existiere schon seit Anbeginn dieser Welt. Es wird eine hitzige Schlacht im wahrsten Sinne des Wortes. Ein dämonischer Schlag aus. Okay, der ist genauso schwach wie meiner, wobei es 16 Stück. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Warten wir ab. Versuchen wir wieder ihn zu beschleunigen. Okay, schade, hat nicht funktioniert. Ist aber nicht so wichtig. Uiuiuiui. Ihr kriegt Schaden ab. Okay, leider ist der andere wieder abgehauen, schade. Aber. Uff. Wir beschädigen da übrigens keine Freunde, ne? Das habe ich. Ich hatte in dem Arena-Kampf das gemacht gehabt. Ich hätte gedacht, okay, ich würde mich verletzen. Tatsächlich beschädigen wir damit keine Freunde. Wenn wir den Zauber benutzen. Hätte noch ein Stück nach vorlaufen sollen, vielleicht. Und wenn wir noch einen zweiten Höllengeist beschwören, verschwindet der andere. Das heißt also, man sollte das nicht machen. Also solange der eine nicht tot ist, braucht man gar nicht den zweiten beschwören, weil er würde leider verschwinden. Gut, dass ich in der Arena ausprobiert habe. Und nicht bei einem normalen Kampf, das hätte mich sonst wahrscheinlich etwas geärgert. So, ich muss mich so bewegen, dass er mich nicht angreifen kann, sonst ist es ein bisschen schade. Wir werden mal auf den gehen. 5 Dinger weggekloppt. 2 weggekloppt. Wieder einer weg. Und jetzt geht er auf den Bogenschützen. Das ist kein Ding. Gegenangriff mache ich gerne. Das ist nur etwas Asche, bringt mir also nicht viel. Liegt einfach nur auf dem Boden. Der Magier haut den Geist auch noch weg. Super. So, jetzt leider dummerweise wird er angreifen können. Wer sich verteidigt, will ich nicht angreifen, sonst wäre es ziemlicher Waste. Die ganzen Feuerzauber kosten ein weniger. Weil wir unseren Helm, glaube ich, war es gewesen, ne? Den Helm tragen. Sind die alle etwas günstiger. Feuergeist gegen Feuergeist. So, es wäre ein bisschen wasted, wenn ich das jetzt nutzen würde. Deswegen nehme ich den Angriff mal lieber hierfür. 1100 Gold und ich habe wirklich nicht viel verloren. 112, wunderbar. Bald ein neues Level ab. Brauchen wir auch noch ein bisschen. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen Gold aus, aber was finden. Mist, ich dachte, diese Feuerzauber wären einfacher. Der Teufel weiß, was hier los ist. Überall kriechen Höllenwesen herum. Eisen schmilzt und Meteoriten stürzen vom Himmel. Möchtest du mir dieses Buch abkaufen, ehe ich alle zusammenpacke und von dir wegziehe? Entfesselt 2 Meteoriten auf zufällige Gegner und verursacht magische. Sehr nice, sehr gut. It's getting hot in here. Trust me, I'm a professor. 7 Wizard Spells learned.
Ja, jetzt haben wir einen neuen Zauber. Auf die Zauber können wir scheinbar nicht zugreifen außerhalb. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Dass das nicht möglich ist. Siehst du diese Statuen? Mein, bewache sie. Mein? Ich bewache sie schon mein ganzes Leben lang. Du bist nicht ganz bei Trost, mein Freund. Das ist doch nicht normal. Im Laufe der Zeit habe ich mein Schicksal erkannt. Ich werde ein großartiger General werden. Zuerst werde ich aber eure Gruppe vernichten. Das wird der erste Schritt auf meinen Eroberungsfeldzug. Schwarze Wolf. Okay. Ich könnte die tatsächlich sogar angreifen. Ich werde erstmal das Höll. Oh, ja, wir könnten. Mhm. Schön, 286 Crit, sehr geil. So, dann will man die Bogenschützen. 4 bis 6. Oh, der haut schon rein, ne? Hab ich ihn erstmal jetzt benutzt, ja, ne? Glaube ja. So, Immobilize und ja, schade. Die sind leider nicht, dann werde ich erstmal noch warten damit. Bis sie näher irgendwo dran sind, werden wir ihn mal hier runterlaufen lassen und angreifen, damit der schwarze Wolf hier oben hinkommt, weißt du? Ach, komm schon. Piu! Okay, wir werden ihn angreifen. Nochmal drei weniger, macht er nicht mehr ganz so viel Schaden. Jetzt können wir aber. 240 Schaden, wunderbar. Guter Damage. Und damit haben wir super viele Wölfe in einer Runde gekillt. Und der scheint auch mal zu kontern, hm? Jetzt haben wir noch einen Höllengeist dort. Uiuiui. Ah, eine beschwerte zusätzliche Einheit ist schon eine nice Sache, muss man sagen. Die Einheiten weg. Daneben geschossen. Pff. Noob. Ja, er trifft aber nicht allzu viel, hm? Nicht so gut. Wir haben nicht einen gekillt. Wow. Der eine da unten, den können wir. Kannst du machen. Ganz dumm mache. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und. Zack. Hat leider nicht gereicht. Immer noch nicht. Aber jetzt. Einfach 1200 Gold. Super. Was gibst du mir, toller teuer Obelisk? Was für eine wunderschöne Statue. Schau, sie hat einen alten Mantel in der Hand. Du hast den Mantel der Könige erhalten. Plus 100 Führung. Wir können also mehr Leute nehmen. Oh, aber ich finde das auch nicht verkehrt. Wie viel kann ich denn, da von den anderen noch mitnehmen? Mehr Schaden ist natürlich auch nicht verkehrt. Noch einen davon. Was ist, wenn ich den Mantel wieder ablege? Kann ich den ja trotzdem noch mitnehmen? Lass uns das gleich mal ausprobieren. 7? 6 plus. Okay. Ja, nicht schlecht. Haben sie gut dran gedacht. Gut, einen davon, zwei davon. Den entlassen wir. Hier haben wir noch Bogenschützen. Und noch zwei Frostbogenschützen und vier kleine Helferlinge. Wie viel haben eigentlich die Helferlinge? Die haben eins und die Schmiede haben drei. Okay. So, ja. Ich denke, wir nehmen den Mantel erstmal mit. Das ist okay. Verteidigung dazu zu kriegen. Verteidigung brauchen wir gar nicht, wenn wir gehen auseinandernehmen können. Sprachlos. Nun, was hast du zu sagen, du steiniger Narr? Tarik, Eroberer der Sande, hat uns geschaffen. Als alte Felsen bewachen wir sein Königreich. Die letzte Grenze ist nahe. Wir müssen zu Tarik gelangen und ihm das Buch abnehmen.
Riesiger Krieger geformt aus Stein und Lava. Magischer Schlag, wiedergeboren nach dem Tod. Hm, das sind diese Einheiten gewesen. Wenn du sie einmal besiegst, erscheinen sie einmal wieder. Aber als... Ich glaube, es sind kleinere Einheiten danach gewesen, ne? Ich würde die Magier erstmal ganz gerne killen. 4 Stück weg, ist okay. Ja, super, dass ihr euch nicht alle wegbewegt habt. Ich hasse euch. Pff, der Schaden ist ja lächerlich. So, wir können natürlich auch einen Meteoritenring rausholen, das geht auch. Aber ich glaube, ich empfinde es schöner, wenn wir den Dämon rufen. Dich immobilisieren wir mal. Ne, dich da. So, du hast was bekommen. Das Problem ist natürlich, ich kann sonst nicht viel machen. Scheiße. Okay, wir müssen ihn angreifen. Aua. Jetzt können wir uns wegbewegen. Ist in Ordnung. Sind wir in einer neuen Runde wieder. Alter, ich habe mir gerade einfach 10 Einheiten weggekloppt. Geile Sache. So, fokussieren wir uns auf ihn. Er ist erstmal immobilized, er ist weg. Er kann erstmal nichts tun. Sehr schön. Können wir ihn wegknocken? Sehr gut. Man muss abwarten. Er kann erstmal nicht viel unternehmen. Der Schaden ist aber auch Wahnsinn, oder? Ich kann hier auf jeden Fall dann ein Dings reinballern. Einen Feuerregen von ihm. So, er kann bestimmt dann dahin laufen, das passt schon. Batsch! Er muss von der linken Seite ankommen. Sehr gut. Killen wir ihn, wunderbar. Nicht so stark, dieser Gegner. Und gerne noch einen Feuerregen. Um ordentlich Schaden zu machen. Er hat tatsächlich einen gekillt, ja. Immer noch immobilized gewesen. Heftiger, heftiger Zauber auf jeden Fall. So, naja, er wacht jetzt als ein... Ja, als ein kleinerer. 3 Sterne, 100 Leben. Okay. Jetzt nicht zu überwältigend. Genau, greif den ruhig an, ist in Ordnung. Kann ich auch... Okay, ne, er braucht tatsächlich 2 Targets, alles klar. Hätte er sein können, dass er auch 2 Meteoriten auf den gleichen Feind raushauen kann. Kann aber tatsächlich nicht, gut zu wissen. Batsch. Ah, herrlich, so ein kleiner Feuerdämon, ne, als Unterstützung. Schon eine coole Sache. 1364 Gold. Und wir haben gleich Level 10, Leute. Geilo. Ein Ritter. Ist aber noch der Endgegner, ne? Denke ich nicht. Hoffe nicht. Gut. Wir sind tatsächlich von der Zeit her soweit, dass wir kurz eine kleine Pause machen, meine lieben Freunde. Und sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Braveland Wizard. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.